Hallo meine Freunde und willkommen zu einem Video. Wir werden den Park und viel Spaß. Heute reden wir über ein großes Thema. Es geht um einen YouTuber. Und zwar Bruder Asi. Er hat mir einen Account gegeben. Und er hat gesagt, da ist irgendein Skin drauf. Er hat geschwört und gesagt, ja, er ist alles gut. Aber da habe ich ihn ausprobiert. 3 Tage habe ich daran gemacht. Also 3 Tage habe ich halt gedauert, bis ich ihn angerufen habe. Und ja, da habe ich ihn gefragt, was ist nochmal das Passwort? 2 Tage später hat er mir angeantwortet und dann hat er gesagt, dass es gehackt wurde. Und ja, das finde ich halt nicht okay. Ich weiß nicht, ob man das als Scammen sagen darf oder so, weil das ist sehr kacke. Jetzt wollen meine Freunde mir einen neuen Account, also jemand will mir einen Account geben, nicht Account, ein Skin schenken, aber ich behalte meinen Account. Hoffentlich ist wieder nicht so ein Trick. Also, Bruder Asi, ich weiß, und er ist mit mir in der Schule. Er hatte mir den Passwort und die E-Mail war alles okay. Aber Passwort, da war es nicht. Ich glaube, diesen Account gab es nie. Vielleicht war die E-Mail richtig. Aber das Passwort nicht. Wer hat einfach nur geraten, aber Leute, tut niemals jemand anlügen. Nur, dass er keinen Account mehr hat. Und Bruder Asi, wie soll ich es beschreiben? Ich will ja ihn nicht beleidigen, aber er ist schon dumm. Denn man muss sagen, er nervt. Und das war's eigentlich. Meine Schulkameraden, der macht sehr viel Ärger. Und ja. Und dann, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Das ist halt voll kacke. Guck mal, ich bin so ein kleiner Kanal. Ich habe erst 17 Abos. Direkt habe ich einen Streit mit einem anderen YouTuber. Aber er hat damit angefangen, Leute. Und es macht einfach keinen Spaß, Leute leiden zu sehen oder so. Zumindest meine Meinung. Keine Ahnung, wie es ihr seht, aber ja. Bruder Asi habe ich nochmal unten verlinkt. Und was ihr machen solltet, ihr sollt ihn deabonnieren, wenn ihr ihn abonniert habt. Er ist ein Betrüger, Leute. Ein Betrüger ist er. Und ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber ich hasse ihn. Ich hasse ihn einfach. Also ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von so welchen Videos sehen wollt, dann tut abonnieren und liken und schreibt in die Kommentare Fragen. Wenn es mindestens 20 bis 30 Fragen gibt, dann mache ich ein Video daraus. Also dann tue ich die halt beantworten. Und ja. Ich wollte
Also ich wollte noch sagen, ich wollte noch sagen, wieso so lange keine Videos kamen. Es war halt, zwar, also ich hatte eine Verletzung am Fleisch. Und deswegen konnte ich noch einmal nicht so gut reden, wie jetzt. 2 Tage später hatte ich noch eine Verletzung. Und ich habe halt die ganze Zeit so gepfiffen, wenn ich geredet habe. Das ist jetzt weg. Und 2 Tage später, also nochmal, also am Fasching, dann, ja. Da habe ich mich verletzt und es ist ein Zahn locker. Also, das war eine stressige Woche für mich. Und ja. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Falls ja, dann abonniere und like, bewerte den Part, schreibt Hashtag Frage und steht eine Frage. Und das war's. Ciao.